Ein Getränkehersteller erhält Gitterboxen, die je nach späterer Flaschenproduktion zwischen 5.000 und 20.000 Preforms enthalten. Zuerst werden sie gereinigt und anschließend erhitzt. Bei 100 Grad werden die Preforms perfekt formbar. In den Aufblasformen werden sie zur Flasche aufgeblasen. Und so sieht das im Inneren aus. Die Preforms werden in die Form eingeführt, dann folgt die Druckluftdüse. Mit einem nur Millisekunden dauernden starken Luftstoß weitet sich das Material bis zur Wand der Form aus. Noch abkühlen und fertig sind sie, die neuen PET-Getränkeflaschen. In einem vollautomatischen Prozess werden die PET-Flaschen dann befüllt und gleich verschlossen. Nach dem Abfüllen wird jede Flasche auf Füllhöhe und Dichtheit geprüft. Zum Schluss werden die Flaschen noch etikettiert und dann verpackt. So entstehen aus alten PET-Flaschen immer wieder neue Getränkeflaschen. Und wieder neue. Und wieder neue.